70 Tage, 70 Videos, immer um 17 Uhr. Das ist mein 70.000 Abonnenten-Special an euch da draußen. Und heute Kawasaki Ninja ZX6R auf der Landstraße. Eine der letzten Supersportler, die womöglich das Landstraßen-Supersport-Segment noch am Leben halten. Und ich hätte gesagt, wir probieren es gleich mal aus. Also, das und mehr nach dem Intro. Ja, Freunde, das Supersportsegment auf der Landstraße ist ja wirklich ausgedünnt. Welche Supersportler kann man auf der Landstraße noch entspannt bewegen und hat trotzdem immer noch eine Freude mit dem Motorrad, wenn man anraucht? Und welches Motorrad taugt dann auch noch auf der Rennstrecke? Wir haben uns die ZX6R angeschaut und werden herausfinden, ob es was taugt oder eben nicht. Und ich hätte gesagt, ich springe direkt in den Motovlog. Los geht's! So, Freunde, schon sitze ich auf der ZX6R drauf und ich muss ja ehrlich sagen, ich finde den Vierzylinder einfach jetzt schon direkt ein Mörder. Ich weiß nicht, ob man den Sound hört, aber hey, das klingt gut, das raucht an. Ein Megagerät. Wir haben hier 636 Kubik bei einem reinen Vierzylinder mit 130 PS bei 13.500 Umdrehungen. Zusätzlich haben wir zwei Fahrmodis bekommen, einen F- und einen L-Modus. Der eine steht für Low und der andere für Feuerfrei oder so. Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall geil, dass wir zwei Fahrmodis haben. Wir fahren natürlich ganz standesgemäß im F-Modus. Wir haben einen analogen Drehzahlanzeiger und ich muss das einfach jetzt herausheben, die ist noch analog. Und ich finde das Dashboard hier bei dem Motorrad so gut gelungen. Herrlich. Herrlich, echt ein Genuss. Über das freut man sich doch wirklich mal in Zeiten von alles wird digital und so weiter. Also ja, da habe ich mich direkt einmal verliebt wieder in das Dashboard. Die Gasannahme der ZX6R ist super, super direkt und smooth. Also das hängt sofort am Gas, feuert sofort nach vorne. Einzig in gewissen Situationen, gerade wenn man sehr fein oder wieder ans Gas geht, dann ist es doch ein bisschen rubbeliger, als ich das von Kawasaki Motorrädern gewohnt bin. Aber trotzdem taugt mir der Gasgriff eigentlich richtig gut und gerade dieser F-Modus mit dem Vierzylinder. So butterweich alles, das ist einfach echt ein Traum und ein großer Genuss für mich. Allgemein muss man sagen, die 130 PS, die das Motorrad hat, reichen super für die Landstraße aus. Also das ist komplett ausreichend und man hat immer Feuer. Vor allem auch, was mir aufgefallen ist, wenn man zum Beispiel im urbanen Bereich sich tummelt und so auf 3.000, 4.000 Umdrehungen herumguckt, dann läuft sie auch noch rund und dann am Ortstafel in der dritten Vollanzug am Gashahn, das schießt nach vorne, ein Herz geht auf bei mir, wenn ich das merke, vor allem dann mit diesem kreischenden Vierzylinder, für die Anwohner wahrscheinlich ein Trauma, aber für mich als Fahrer auf jeden Fall ein Traum. Ja, und da muss man natürlich auch sagen, der Vierzylinder möchte gedreht werden, er möchte Drehzahl und wenn man ihm die Drehzahl gibt, dann merkt man auch, wie er anraucht. Ein echter Genuss. Ja, beim Fahrwerk setzt Kawasaki auf ein voll einstellbares Fahrwerk. Wir haben hier eine Schobergabel, voll einstellbar, super easy auch einstellbar. Direkt hoher oben, einfach unkompliziert, anpassbar, perfekt. Das Federbein hinten ist auch voll einstellbar. Sowie alles in allem ist das Fahrwerk auf der straffen Seite, im Seriensetup, aber auf der straffen Seite für die Landstraße. Also es schluckt schon noch ein bisschen was, es ist ein freundliches Fahrwerk, aber trotzdem straff genug, dass man auch ordentlich andrücken kann, dass man hier auch ordentlich Feuer geben kann auf dem Motorrad. Ja, Freunde, während ich hier hinter dem Auto weiter hinterher tingle, gibt es für euch einen kleinen Walkaround. Los geht's! So, Freunde, raus aus dem Motovlog, rein in den Walkaround. Hier steht das wunderschöne Teil. Ich hatte mal gesagt, wir fangen mal mit der Optik an. Wir sehen es eh schon, eine voll verkleidete Maschine. Wir haben überall schöne Plastik, ein wunderschönes Sticker-Kit. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde die Farbkombi richtig hart gut gelungen. Also das gefällt mir wirklich. Und auch wenn man sich vorne anschaut, die Vollausstattung in LED ist ja mal mega geworden. Also wir haben hier vorne LED-Beleuchtung und hier bei den Blinkern setzen sie aber noch auf normale Birndal. Ist aber auch nicht so schlimm. Jetzt schauen wir noch schnell hinten, weil hinten weiß ich es nicht. Da schauen wir mal schnell rein. Wir haben die Blinker wieder in normal und ich glaube, das ist auch wieder ein LED-Licht. Das heißt, Lichter sind schon relativ stark LED bis auf die Blinker, aber da gibt es ja im Zubehör einiges zum Austauschen. Ja, was haben wir dann natürlich noch? Wir haben hier ein voll einstellbares Fahrwerk, wie ich schon erwähnt habe und wie ich auch im Video drauf eingehe, eine Showa-Gabel und man muss sagen, hier kann man das auch wirklich hübsch einstellen. Sehr schnell und unkompliziert. Auch hier hinten beim Federbein ist alles natürlich machbar. Optisch natürlich ein sehr hochwertig verarbeitetes Motorrad. Man kann einfach bei Kawasaki immer dazu sagen, es ist immer eins der hochwertig verarbeitetsten Motorräder. Ja, dann kommen wir zum Cockpit und hier kann man eins sagen, hier ist ja schon alles drin, was man so braucht. Wir haben natürlich Traktionskontrolle, Neutralgang, ABS, schräglagenabhängig. Wir haben hier einen analogen Drehzahlmesser, den
Ich schwöre es euch, den feiere ich absolut und abgöttisch. Wir haben hier eine Ganganzeige, wir haben Traktionskontrolle, sie ist dreistufig oder vierstufig einstellbar. Und natürlich haben wir auch eine Tankanzeige, eine Kilometeranzeige, eine Geschwindigkeitsanzeige, eine Temperaturanzeige. Alles, was man so braucht, ist da drinnen. Vorne haben wir dann natürlich noch ein Windschild und wenn ich mich hier rauflege auf den Tank, dann bin ich auch echt schön aus dem Wind genommen und das taugt mir auch richtig. Also das funktioniert sehr gut. Wo ich auch immer sage, das ist einfach ein extrem geiles Feature, sind die Spiegel. Schaut sich mal an, in den Spiegeln sieht man auch wirklich, was hinter einem passiert. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und dann schauen die optisch von vorne auch noch richtig hübsch aus. Hier vorne haben wir natürlich dann unsere Doppelbremsscheibenanlage. Die ankert ordentlich, die zieht ordentlich an. Und natürlich unseren reinen Vierzylinder hier auf der Seite. Ich weiß nicht, wenn man sich das mal anschaut, hey, das ist einfach echt, echt hübsch, wie das Ganze funktioniert. Wo ich aber jetzt schon Kritik äußern muss, ist der Auspuff. Ich muss ehrlich sagen, diesen Chrom-Auspuff, ich weiß nicht, wo sie den gefunden haben und auf das Motorrad draufgeschraubt haben, den finde ich nicht hübsch, aber keine Sorge, es gibt ein Performance-Paket mit Agrapovic und der Agrapovic ist, soweit ich weiß, in Schwarz-Carbon und das sieht echt geil aus und das muss man sagen, gehört hier sofort drauf. Sozio-Sitzbank-Abdeckung mit einem schönen Ninja-Schriftzug finde ich auch immer hübsch. Man kann sich hier auch hinten wieder dieses Gold reinziehen, also optisch kann die schon echt was und ich muss ehrlich sagen, das war immer so mein Traumbike, so nach der Ninja 250 kaufe ich mir eine ZX6R, herrliches Motorrad und ich finde, seit sie das neue Design, diese neue Designsprache bekommen hat aus der H2-Familie, ist sie mir noch mehr ans Herz gewachsen und ich finde sie einfach optisch ein extrem ansprechendes Bike. Gerade auch so diesen Kompromiss zwischen Landstraße und Rennstrecke scheint sie sehr gut zu können und das finde ich natürlich eine mega Sache. Deswegen echt ein Motorrad, das mich auch persönlich interessiert. Aber genug gelabert, ich hätte gesagt, wir gehen zurück in den Motovlog. So, zurück aus dem Walkaround geht's natürlich dann auch wieder an das Moped und aber nun hätte ich gesagt, gehen wir weiter zur Kupplung und zur Bremse. Wir haben hier eine Anti-Hupf- und Rutschkupplung verbaut von Kawasaki. Das ist super, die tut auch echt ihr Ding extrem gut, ihren Job, das macht sie sauber. Sie ist leichtgängig, sie ist einfach zu benutzen und das gefällt. Bei der Bremse setzt Kawasaki auf eine Doppelscheibenbremsanlage vorne, Einscheibenbremsanlage hinten und ich sag's euch ehrlich, für die Landstraße einfach ein Traum. Das verzögert wirklich smooth, das verzögert relaxed. Wir haben hier natürlich schräglagenabhängiges Kurven-ABS, Traktionskontrolle, alles on board, serienmäßig, richtig fein, richtig geil und die Bremse einfach wirklich ein smoothes Verzögern, ein entspanntes Verzögern. Angeblich hat sie auf der Rennstrecke, wenn man sie unter Druck sehr stark fährt, ein leichtes Fading. Das kann ich aber jetzt natürlich nicht bestätigen, weil wie gesagt, das ist jetzt ein reiner Landstraßentest und das aber einfach dazu gesagt. Also bei der Bremse merkt man vielleicht am ehesten, dass das Motorrad für die Landstraße ausgelegt ist und nicht für den Rennstreckeneinsatz, aber trotzdem den Rennstreckeneinsatz nicht scheut. Ich glaube, das ist ganz wichtig, hier an der Stelle zu erwähnen. Ja, Freunde, einen Punkt, den ich bis jetzt ausgeklammert habe, den ich jetzt ansprechen möchte, ist, wie ist denn die Sitzposition auf ihr? Wie sitzt man denn drauf? Und ja, wir sitzen über den Bock gespannt, das definitiv. Also wir sitzen schon sehr sportlich drauf. Wir können sehr sportlich damit fahren. Wir haben ein gutes Windschild, was uns gut abschirmt, wenn wir schnell fahren. Wir können schön nach hinten rücken mit den Hintern, können drauf und können dann sozusagen anrauchen, egal in welcher Situation. Wir können aber auch sehr aufrecht drauf. Wir sitzen so wie jetzt drauf, gerade wenn ich in der Stadt unterwegs bin, wenn ich hier entspannt cruisen will oder einfach vor mir ein Auto ist, was langsamer fährt, kann ich hier mich schön drauf setzen, aufrecht, entspannt und habe den Druck nicht auf den Händen. Aber ich kann mir schon einiges Druck auf die Hände geben, beziehungsweise man sollte sich den Druck ja von den Händen nehmen. Dafür ist hier der Knieschluss da. Knieschluss trifft es auch recht gut. Ich mit meinen 1,80, 1,83 komme super klar mit ihr. Ich habe ausreichend Platz, um sportlich drauf zu sitzen, aber auch um entspannt drauf zu sitzen. Die Knie haben hier beim Tank noch genügend Platz, sich reinzuzwicken, einen guten Knieschluss zu zeugen und damit auch sicher durch die Kurve zu kommen. Das Motorrad ist aber trotzdem kein Langstreckenfahrzeug. Ich glaube, das ist sich jeder Supersportfahrer bewusst, dass das Motorrad einfach für die Feierabendrunde gedacht ist, für das schnelle Feuern, für die schnelle Freude, für das schnelle Adrenalin. Hier eine 500-600 Kilometer Tagestour ist dann schon etwas härter, weil so unsportlich sitzt man da gar nicht drauf. Trotzdem finde ich gut, dass die Sitzposition etwas entschärft wurde, etwas landstraßentauglicher wurde und dadurch sozusagen für mich handelbarer ist, wenn ich im Alltag damit unterwegs sein möchte und aber gleichzeitig auch am Wochenende am Pannonia-Ring, am Slowakia-Ring oder sonst irgendwo unterwegs sein möchte, dann kann man sich das einfach kaufen, hat was für den Alltag und hat aber gleichzeitig auch was für die Rennstrecke. Also
Also zwei Fliegen mit einer Klappe, easy going und natürlich Leon. Was gibt es bei den Details am Rande zu erwähnen? Natürlich haben wir hier, wie schon kurz erwähnt, eine Anti-Hop- und Rutschkupplung. Sehr geil. Wir haben hier natürlich auch einstellbare Kupplung und Bremshebel. Wir haben hier ein irrsinnig geiles Dashboard. Ich muss es zum Schluss nochmal erwähnen. Es ist so wunderschön und so cool gelungen. Also wirklich ein geiles Teil. Wir haben eine hochwertige Verarbeitung von Kawasaki. Alle Lackteile, alle Komponenten sind wunderschön verarbeitet. Das Fazit fällt für mich eindeutig aus. Die 130 PS sind komplett ausreichend für mich. Mehr braucht es wirklich nicht für die Landstraße. Es ist schon fast zu viel wieder, weil man trotzdem permanent viel zu schnell unterwegs ist und permanent da schauen muss, oh, bin ich nicht zu weit oben, bin ich nicht zu weit oben. Gerade wenn ich hier mein Video mache, das ist immer ein bisschen schwierig. Und gleichzeitig muss man aber sagen, der Vierzylinder läuft so schön butterweich. Das ist einfach echt herrlich. Auf jeden Fall jeder, der sehr sportlich, sehr dynamisch unterwegs sein möchte, dem kann ich die ZX6R auf jeden Fall ans Herz legen. Jeder Sportlerfahrer, der sehr entspannt oder entspannter unterwegs sein möchte, der aber trotzdem eine entspanntere Fahrposition haben möchte, der, muss ich sagen, sollte dann doch eher zur 650 greifen. Die ist wesentlich entspannter und das ist einfach auch wirklich nur für die Landstraße mehr. Das hier kann man durchaus auch auf der Rennstrecke bewegen und kann man auch auf der Rennstrecke anrauchen lassen. Finde ich geil, dass es Kawasaki gibt, dass eine der letzten Maschinen, die in diesem Segment sich bewegen, die in diesem Segment arbeiten. Ich kann Alternativen an einer Hand abzählen und ich packe euch einfach mal einen Link zu allen Motorrädern, die ganz passend zu dem Motorrad vergleichbar wären, in die Kommentare. Dann könnt ihr nicht einfach auf Motochecker schauen, was da Vergleichbares dazu gibt und vor allem auch, was für andere Videos zu dem Thema Supersports gibt. Interessieren euch Supersportler für die Landstraße oder sagt ihr so, nee, das will ich eigentlich eh nur auf der Rennstrecke bewegen, das brauche ich eigentlich nicht mehr auf der Landstraße? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, jetzt geht es noch darum, was kostet dieses Eisen wirklich am Ende des Tages? Und ich hätte gesagt, das erfahrt ihr jetzt. Ja, Freunde, wo liegen wir denn preislich bei dem Motorrad? Wir liegen in Österreich bei 12.599 Euro und in Deutschland bei 12.049 Euro. Also ein wirklich niedriger Preis für ein unfassbar umfangreiches Motorrad. Wir haben hier serienmäßig Quickshifter dabei, Traktionskontrolle, ABS. Wir haben hier dabei die Sozius-Abdeckung. Wir haben hier viele kleine Gimmicks, LED-Ausstattung, die das Motorrad echt aufwerten und auch nochmal ein Zahn kürzer übersetzt als die Vorgängerin und nochmal 36 Kubik mehr. Also einiges ist in dem Motorrad dran. Mir hat es auf jeden Fall getaugt und ich muss sagen, viele wissen es nicht, mein erstes Motorrad war eine Kawasaki Ninja 250. Und ich habe immer geträumt von einer 600er Kawa und irgendwie ist es dann nie ausgegangen und dann kam die Supermoto dazwischen und so weiter. Aber das Motorrad hat mir schon echt taugt. Ich sitze drauf, ich sitze bequem drauf, ich kann relaxed auf der Landstraße fahren, auch wenn ich in tiefe Drehzahlen fallen lasse, kommt nochmal was raus. Und also man kann sich auch gut in der Stadt fortbewegen. Nichtsdestotrotz, es ist eine Supersportler, es ist nicht das bequemste Motorrad, auf dem ich jemals gesessen bin, aber es ist ein guter Kompromiss und ich glaube, jeder, der sagt, er möchte Supersportler, hauptsächlich für die Landstraße, sollte sich die unbedingt mal genauer anschauen. Wenn ihr übrigens das Motorrad mit der Honda CBR650R vergleichen wollt, klickt unten in die Videobeschreibung hin, da habe ich euch direkt alles verlinkt auf motochecker.at und motochecker.de. Ansonsten bleibt mir nur noch eins zu sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch!